Herzlich willkommen zum Podcast St. Nikolai im Ohr. Heute zum Thema: Es ist in Ordnung, nicht in Ordnung zu sein. Mit Musik von Kantor Frank Schreiber und Gedanken von Pfarrerin Ulrike Bäh. Worte nach Psalm 139. Ach Gott, du siehst mein Herz, du kennst mich. Wie schön, dass du mir nahe bist und ich geborgen bin bei dir. Du siehst meine Sorge und Angst, du siehst alle meine Fluchtwege, du hörst alle meine Ausflüchte, mit denen ich verbergen will, was ist. Du siehst mich, wenn ich träume von großen Dingen, die ich tun will, und wenn ich versage dort, wo ich das Notwendige tun soll. Keinen Schritt kann ich tun, den du nicht begleitest. Kein Wort kann ich reden, das du nicht hörst, ehe es laut wird. Wie in zwei großen Händen hältst du mich. Ich bin geborgen wie ein Vogel im Nest. Ach Gott, du siehst mein Herz. Du kennst mich. Wie gut, dass du mir nahe bist und ich geborgen bin bei dir. Amen. Schon wieder so ein grauer Tag. Das geht so vielen von uns aufs Gemüt, dieses triste, graue, kalte, nasse. Viele sind krank, auch wieder mit Covid. In der Schule fallen viele Stunden aus oder es gibt Vertretung. Und mit dem Gesundwerden geht's oft langsam, keine Energie. Es gibt so viele Kinder, die an Angststörungen leiden und an Depressionen. Und nicht nur Kinder, Erwachsene ja auch. Studierende, Lehrerinnen, Ärztinnen, Krankenpfleger, Verkäufer, Ehepartner, Großeltern. Darf man darüber reden? Nicht wirklich. Es soll doch immer alles so schön glänzend und in Ordnung sein in unserem Leben, oder? Wie ist das, wenn die Fassade bröckelt? Wenn das Bild, das wir vielleicht darstellen wollen, auch als Kirche, unserem Ideal und unserem Wunsch nicht standhält? Wir sind doch ein bisschen wie die Jünger Jesu, die mit ihm durchs Land gezogen waren und die von sich selbst und von Jesus eine Vorstellung entwickelt hatten, wie das Leben ist und wie es vielleicht weitergeht. Wir sind die, die dem Meister folgen, ihm, der stärker ist als böse Geister, der Kranke heilt und der den klugen Gelehrten mit seiner Weisheit den Wind aus den Segeln nimmt. Wir folgen ihm nach, wir sind Teil von ihm, er wird's richten. Weiß ich den Weg auch nicht, er weiß ihn wohl. Und dann erzählt er uns, dass er leiden muss und sterben.
Alles, was wir kennen und was wir für uns als Gold erkannt haben, wird nicht mehr sein. Und dann sollen wir ihm auch darin folgen, sagt er. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und dann werden wir mit ihm auch auferstehen. Das Wissen im Kopf ist ja das eine. Die Jünger, die hatten es gehört. Wir haben es auch gehört. Das Durchleben ist etwas ganz anderes. Wer das Kreuz im eigenen Leben erfährt, erstickt an der Ohnmacht, an der Sprachlosigkeit des Karfreitag, an der Ungerechtigkeit. Wo bist du, Gott? Wo ist die Hoffnung hin? Ich will, dass das hier aufhört. Die Krankheit, der Krieg, das Leiden, die Ungewissheit, das Unglücklichsein, das Triste, das Graue, der ewige Druck. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, hat Jesus gesagt. Sich selbst verleugnen, das Bild loslassen, das wir gerne von uns selbst haben und das wir gerne auch anderen hinhalten, strahlend, immer ein Lächeln auf den Lippen. Das sind wir doch nicht, oder zumindest nicht immer, auch nicht als Kirche. Sich selbst verleugnen, das, was man sich so angehäuft hat, an Prestige, an Status, an eigener Rolle. Vorm Kreuz sind wir doch alle nackt. Wenn wir mehr von unseren Wunden zeigen, dann wird es anderen auch leichter fallen, zu erzählen, wo es bei ihnen gerade schwer ist. In einem solchen offenen, verletzlichen Austausch dämmert ja schon der Ostermorgen. It's okay, not to be okay. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns beten. Mein Gott, ich bin bewahrt geblieben in mancher Gefahr. Du bist bei mir gewesen und hast mich beschützt. Vergib mir meine Angst, meine Sorgen, meinen Unglauben. Du bist mein Halt, der Boden, der mich trägt, das Dach, unter dem ich wohne, der Friede, in dem ich einschlafe. Ich danke dir, Gott, durch meinen Herrn Jesus Christus. Amen.